Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu die Sims 4. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt schauen wir mal, die Lisa ist von der Arbeit kommen, der Chino jetzt auch. Jetzt gucken wir mal. Oh, sie küsst ihn. Okay. Oh, und er flirtet mit ihr. Ja, das ist ein Liebesgeplänkel. Schimpf, Spalagorbenehi, Mach mal Quinny, Kompliment, ja. Kimoi Stivara, So, und jetzt, Lisa, darfst du Teile plündern, abwischen. Abadabaglafi, Shunkibwapso, So. Sawadabimi. Ja, wie geht's dir, Gino? Ganz gut. Du kannst deinen Garten bewässern. Alles ernten. Du musst sowieso. Ah, Geschicklichkeit. Ja, Chino muss eigentlich was pflanzen. Erdbeeren hat er schon gepflanzt? Ja, ich glaube schon, ja. Aber es sind noch Sachen wie Chrysantheme haben wir auch schon, glaube ich. Zwiebel. Salbei. Nee. Chrysanthemen. Doch, glaube ich, haben wir schon Gänseblümchen. Chrysantheme, aber die Rose haben wir noch nicht. Die Rose haben wir noch nicht. Eine Rose und was war noch? Ach. Glockenblumen und Löwenmäulchen. Da haben wir auch noch. Und die Löwenmäulchen, die brauchen wir alles. So, da machen wir Pflanzen. Go. So. Und die Lisa kann Essen kochen. Hoffentlich. Ja, ich lasse dich aber erst einmal, bevor du kochst, schaust du mal Kochsendungen für Ideen an. Dass du inspiriert wirst, dass du besser kochen kannst. Was war, ist jetzt hier? Okay, hereinbitten. Komm. Aha. Jibs. Bewässern, komm, du brauchst deine zwei Durchbrüche noch. Dann bittest du halt du herein. Lorenzo. So, bist du fertig und keinen Durchbruch. Mein Gott, Chino. So. Zanahoy. Quimba Freundlich. Mustia Wabis. Muffin. Oh. The tour will preserve. Oh, Am whoopee Tag gorge. verschönern, ja. Supta. Oh. Lisa, bist du jetzt schon inspiriert? Sie Jibsy. ist glücklich. Hat Spaß, dann kannst du kochen. Was kochst du mal? Einen Hamburgerkuchen, würde ich sagen, kochst du mal. Wirst jetzt du nicht inspiriert? Na komm. Koch einen Hamburgerkuchen und dann tun wir die Gruppe Versammlung starten. Die Gruppenmitglieder kommen. So, und ich würde sagen, was kostet eigentlich eine Kaffeemaschine? Wir brauchen eine Kaffeemaschine. Und zwar nach Zimmer, kleine Geräte, das ist die da.
Espresso-Maschine, das ist die kleine. Das brauchen wir. Und die Espresso-Maschine, dass ich die, ja. Mal schauen, ob das funktioniert. Zum Bier trinken. Ja, komm halt rein. Schön links. Kannst du kein Getränk zubereiten? Espresso? So. Hoffentlich machst du den Hamburger Kuchen gescheit heute. Nicht, dass er wieder so gräuslich schmeckt, so wie das letzte Mal. Was hat, oh. Was hat der für Qualität? Zusammen ein Stück nehmen. Das ist, welche Qualität? Ausgezeichnet. Ja, prima. Okay, das mit der So, jetzt ess dir mal. Und dann kannst du säubern. Ja, die Kaffeemaschine. Da kommt keiner ran. Jetzt aber. So. Ja. Da sind noch drei übrig, ja. Oh, was ist mit dir, Lisa? Bist du krank? Unter Druck wegen Krankheit, oh je. Oh, oh. Das ist nicht gut. Und der auch? Ist er auch krank? Nee. Nee, er ist nicht krank. So. Ja, es wird ja schon sauber gemacht. Oh. Genau, tanzen. Du tanzen, hast du recht. So. Oh, Lisa, dann machen wir Medizin bestellen. Halt, das ist der Chino. Lisa, wo bist du? Bestellung. Medizin kaufen, genau. Bitte schön. Jetzt hat sie es im Inventar. Medizin nehmen. So. Okay. Jetzt ist er wieder gesund, energiegeladen. Wo habe ich ihn jetzt den Teller hin? Du isst jetzt nett. Hallo? Mitspielen. Genau. Okay. Komm, du kannst spielen. Brauchst Logik. So. Sind wieder gesund, so schnell geht das. Ist alles hier in Ordnung? Ja.
da ist auch alles in Ordnung. So, so. Ruby Shark. Oh. Jorge. Of course. Ah, Chinosa? This is Stu. Uh-huh. Bernard Pelka. The cops. Ah. Sharon. Flohen. Hey! Zippel. Navigazine. Deesh. So, jetzt schauen wir mal, wie hier die groben Vorteile. Ja. Oh, 793. Schauen wir mal, welche Vorteile, dass wir uns kaufen können. Und zwar... Da ist doch was. Vernetzte Gruppe. Night Fever. Die ganze Nachtparty machen kann, das kaufen wir mal. Genau. Weil dann geht die Energie nicht so weit runter. So. Die Lisa muss morgen arbeiten, zwei Patienten behandeln, okay. Und der Gino braucht noch vier Durchbrüche, okay. Oh. Dann würde ich sagen, Gino, nachdenklich duschen. So, und dann kannst du schon schlafen gehen. Dort essen, du hast schon gegessen. Oh, Sims, ihr lasst alles stehen. Schlimm. Ihr lasst alles stehen. Schlimm, schlimm mit euch. Ah, gut. Hat er einen Durchbruch. Und Underdog-Idee für einen Simray aufgeschrieben. Okay. Gut, das ist prima. Wenn dann der Gino wieder arbeiten muss, gehen wir mit ihm wieder mit. Aber jetzt am Morgen dann mit der Lisa. Ja, die Logikfähigkeit steigt auch bei ihr. Das ist gut. So. Ich würde sagen, ja, die machen sich fleißig Kaffee. Das Telefon geschält, ne? Oh, er ist konzentriert. Du isst jetzt nichts, du bist satt, du bist nur müde. Mach mal Versammlung enden. Und Lisa hört auch auf. So. Danke, na. Gino, da bleiben. Ah, na gut. Okay, kommst du. Halt, nee. Nee, erst einmal auf die Toilette gehen. Verwenden. Wie verrückt aufwischen. Das schalten wir aus. Ist auch schon ausgeschalten, okay. Und dann kannst du schlafen. So. Gut. Ist alles im grünen Bereich, möchte ich sagen. Ja. Gut. Hände waschen, ja. Duschen tust du dann morgen früh. Du musst um 7 Uhr. Ja. Bist du ja noch energiegeladen von der Medizin. Darum geht es schnell. So, jetzt geht's wieder im Schnelldurchlauf, wenn sie schläft. Ja, so. Okay, alter Hamburger Kuchen. Wieso? Ach, das ist ein Kaffee. Na gut. Ich meine, das ist ja Hamburger Kuchen. Na komm, was ist? Ja. Eieiei. Duschen. Duschen. Öffnen. Eier und Toast.
Gino, hat er auch Hunger? Wie schaut's mit dir aus? Es geht. Es geht eigentlich. So. Was ist mit dir? Was machst du wieder, Gino? Schaut mir mal aus. Willst du kochen? Schnelle Mahlzeit essen? Okay, kannst du machen. Lisa muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay, komm. Beeil dich dann mit Essen. Dann gehen wir mit der Lisa mit. Du zuerst einmal. Ja. Ja, ihr könnt jetzt ein bisschen euch unterhalten und rumturteln. Merkid Quinofa. Flazzle Pelka. Mit Handschocker. Oh, aha. Yumi. Mhm. Der erzählt vom Handschocker, aha. Wie er jemand reingelegt hat mit Handschocker. Mhm. So, dann Lisa, beeil dich mit Essen. Naja. Yags. Sigluna Biro. Binacapa. Kanuba. Ah, jetzt tut er wieder flirten. Ja. Eieiei, ihr zwei Turteltauben. Was ist denn eigentlich die Beziehung? Liebende, verlobt und Seelenverwandte. Nur Freunde. Sind doch blöd. Seelenverwandte ist gut. Liebende, verlobt und da steht dann nur Freunde. Sind doch auch. So, und wir machen natürlich mit, weil jetzt ist sie ja Hilfskrankenschwester, jetzt darf sie ein bisschen mehr machen, als wie, ja, die ganze Zeit als zwei Patienten behandeln ist kein Problem, das schaffen wir. Das haben wir gleich. Ja, prima. Augen eines Patienten untersuchen, drei Patienten begrüßen, Abstrich nehmen. Okay. Dann tun wir halt einmal, wer ist das da? Felix Paulitz. Freundlich vorstellen. Man muss sich drei Patienten begrüßen und da auch freundlich vorstellen. Bei dem nehmen wir dann einen Abstrich und die Augen untersuchen. Also und Augen untersuchen. So. Wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Bisschen schneller. So. Na komm. Dag. Wave a Tobin. Jetzt nimmt gleich einen Abstrich. Oh. Saguimo. Der erste Abstrich ist daneben gegangen. Okay. Ja. Jetzt ist es gegangen. Okay, Patienten übergeben. Was muss man noch machen? Ja. Dann übergebe ich ja mal Ärztin. Patient übergeben. Dann machen wir mal die Abstrich analysieren. So. Nein, du übergebst. Gibst jetzt erst einmal den Patienten. Mann. Komm. Ja, was ist? Ja. Komm, Ärztin, du deinen Job. Cueva, Parsicom. Cueva, Darboin. Ja, Monil. Okay. Jetzt durch den Abstrich analysieren, komm. Ohren untersuchen. Ja.
Level 3 der Logik erreicht, okay. Was ist hier, dass da rot ist? Unerfreuliche Umgebung, okay. Ist wieder was schmutzig wahrscheinlich. Ja, ja. Klar, da ist wieder dreckig, da wieder schlimm. Naja. Und? Das sind untersuchen Ohren. Na komm. Zwei. Und gibt's da vorne Patienten? Ja. Freundlich vorstellen. Okay, dass wir das auch abgeschlossen haben. Ah, nichts drin. Kein Hirn drin. Ihnen fehlt Hirn. Also, Temperatur messen. Wieder Abstrich nehmen. Hier. Okay, da brauche ich nichts mehr machen bei dem. So, dann kann ich den behandeln. Und den kann ich auch behandeln. So. Dann tun wir bei ihr Temperatur messen. Was ist? Ja, Patient geheilt. Weil wir müssen ja zwei Patienten behandeln, genau. Dürfna? Kimalu Emka? Prima. So. Ja, so, wenn schon die Patienten geheilt. Und am Bett muss ich auch noch machen. Gut. Temperatur messen. Abstrich nehmen noch. So, prima. Medizinforschung recherchieren. Patienten wieder übergeben. Wo ist die Ärztin hier? Patienten übergeben und dann Medizinforschung recherchieren. So. Und dann würde ich aber sagen, für heute beende ich den Part jetzt und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und dann geht es bei der Lisa weiter im Krankenhaus. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.